Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier immer noch im Unterrichtsraum von Professor Sharp, mit dem müssen wir auch noch reden. Und zwar wollten wir einen neuen Zauber lernen, das haben wir in der letzten Folge nicht mehr ganz abgeschlossen. Aber wir reden mal ganz kurz mit Professor Sharp und schauen uns mal an, was er so zu sagen hat. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich würde sagen, sehr gut. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. EF, Leertaste und linke Maustaste sollten wir hinkriegen. Ich glaube, ich habe schon das mit dem F verkackt. Oder? Nee, habe ich? Ach, egal. Wir haben es geschafft. Alles gut. Depulso, neun Zauber freigeschalten. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Ja, Moment. Aufgabe abgeschlossen. Professor Sharps Aufgabe 1. So, sind wir Level 20? Nein, gerade so nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Wir rüsten erstmal die Pulso aus. Was kann der denn? Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zwecke. Okay, versuchen Sie mal bei den Büchern. Depulso! Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Visiert auch automatisch an, wie die anderen Zauber auch. Das ist wunderbar. Brauche ich jetzt natürlich erstmal nicht zwingend. Ich würde wieder Akio da reinlegen. Ich finde, die vier, die wir ausgerüstet haben zum Kämpfen, sind eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob Depulso uns schon irgendwo im Schloss weiterhilft bei irgendwelchen Rätseln. Im Zweifel würde ich mal sagen, ja. Aber mir fällt gerade keins ein. Ich meine, das mit den Glocken, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube, da brauchen wir noch einen anderen Zauber. Ich glaube, da reicht Depulso nicht aus. Und das, was wir bisher können. Aber das werden wir dann noch demnächst irgendwann mal rausfinden. So, und ich glaube, unsere nächste Hauptaufgabe ist nämlich das Fliegen lernen. Ich gucke mal ganz kurz in den Aufträgen nach, was wir denn so machen können. Genau, begib dich zur Flugstunde. Und würde mal sagen, dann machen wir. So, da müssen wir lang. Und dann lernen wir endlich fliegen, hoffe ich. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Aber bestimmt kriegen wir das hin. Wir sind ein absoluter Meisterschüler bisher. Alles eine Leichtigkeit für uns. So, wir sind schon auch fast da. Fliegen lernen natürlich sollte außerhalb des Schulhofes passieren. Innerhalb wäre nicht so klug. Und mal, wer uns das denn beibringen möchte. Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Wie, hoffentlich nicht. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Ah, hoch? Kriegen wir das hin? Hoch! Hoch. Das eine Bein links und das andere rechts.
Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Ja, dann versuchen wir das Ganze doch mal. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ein bisschen wackelig das Ganze. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Oh, das ist genial! Ausgezeichnet! Ich brauche einen eigenen Besen. Hui. Steuerung finde ich soweit sehr gut. Sehr simpel. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Spannend, ob wir mit Shift auch sprinten können, also schneller fliegen können. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Ja. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Okay, gleichzeitig schneller fliegen. Achso, nee, der bleibt dann schneller. Achso. Ich dachte, wir müssen Shift gedrückt halten. Ich wollte nämlich gerade sagen, gleichzeitig Shift und Steuerung drücken ist nicht so easy. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Nee, wir sind auf ein bisschen einen anderen Weg ins Schloss gekommen. Aber mit dem Besen gefällt mir sehr gut, weil da werden wir sehr schön schnell durch die Gegend hier kommen. Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Wir haben eine Krake am Schloss. Okay. Beziehungsweise eine Riesenkrake. Und die Musik ist so laut. Ah. So, jetzt sind wir auch bald wieder angekommen, wo wir angefangen haben. Und ich muss schon fast schreien, um hier noch durch die Musik durchzukommen. Ah, fertig. Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre? Immer doch. Klingt doch gut. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Das gibt doch Ärger. Fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Ich schließe mal ein bisschen zu ihm auf. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Okay, ich mache mal doch wieder langsamer. Jetzt krachen wir noch irgendwo hier mitten ins Schulgebäude. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? In der Tat. Aber höchstwahrscheinlich nicht erlaubt. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ja, so schnell ist er jetzt nicht. Das können wir auch. Das kann auch deutlich schneller. Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Drücke linke Maustaste für einen Geschwindigkeitsschub im Vorwärtsflug. Das gefällt mir schon viel besser. Ah, da werden wir noch schneller, okay. Halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ja, in der Tat. So, dann haben wir hier rum. Garbas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Ich würde ja gerne, aber ich bin so langsam. Ja, das wollte ich. Halt, wie steige ich denn ab? B.
So. Die Bremse ist nicht ganz so gelungen. Wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Dankeschön. Und ja. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja, ich bereue ehrlich gesagt nichts. Es war den Ausflug wert. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Na, da wissen wir doch auch schon, wo wir uns hin aufmachen werden. Auftrag abgeschlossen, Unterrichtsstunde fliegen. Und wir sind Level 20. Das heißt, wir können mal ganz kurz wieder zu unseren Talenten gucken. Da habe ich ja extra einen Punkt übrig gelassen. Ich gucke mal nur ganz rein. Genau hier haben wir soweit noch nichts Brauchbares. Raum der Wünsche haben wir eh noch nicht freigeschalten. Schleichen. Ja, könnten wir. Aber wir gucken doch vielleicht bei Zaubersprüche rein, weil hier müsste jetzt ja Depulso sein. Löst eine zusätzliche starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Könnte man lernen. Brauche ich jetzt aber nicht zwingend, glaube ich. Dann lieber vielleicht irgendwie bei den Haupttalenten noch was investieren. Erhöht die Reichweite von Revelio. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich glaube ja nicht. Also nicht zumindest sofort. Der Magiewurf fängt und wirft die Waffen von bewaffneten Gegnern. Natürlich auch nicht verkehrt. Warte, was gab's hier? Ich guck trotzdem nochmal rein. Ich glaube, es sind nur bessere Tränke, oder? Genau, Tränke, Kohl. Nochmal Tränke. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber vielleicht Schleichen? Ich bin irgendwie noch ein Fan von Schleichen. Ich lasse mal noch den einen Punkt wieder übrig. Falls wir doch irgendeinen sehr guten, coolen Zauber hier noch irgendwo lernen, den wir dann doch verbessern wollen. Also falls wir den lernen, eben vor einem neuen Level-Up, ansonsten genauso wie jetzt, nach dem Level-Up Punkte ausgeben. So, das heißt jetzt aber, wir wollen... Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Sebastian hat also wieder ein paar neue Ideen, was wir denn so anstellen könnten. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Okay, Professor Weasley möchte ich auch mit uns treffen. Ich schaue mal ganz kurz hier vorne vorbei, hier waren wir noch gar nicht. Dann würde ich aber trotzdem eigentlich ganz gerne mal schnell einen Besen kaufen gehen. Bevor wir uns diesen anderen beiden Aufgaben widmen. Ach, man kann hier sogar rein. Ich dachte, es wäre sogar eventuell komplett geschlossen. Revelio. Gibt's hier aber nicht mal zumindest. Vielleicht hier vorne? Okay, ich hätte zumindest erwartet hier, dass es hier eine Revelio-Seite geben würde. Aber wohl anscheinend doch nicht. Dann teleportieren wir uns mal ganz schnell nach Hogsmeade. Da müssten wir einen Besen kaufen können. Wie eine Heldar-Karte von Hogsmeade. Oh, einige Nebenaufgaben. Was gibt's hier? Erscheinungsbilder und Gold. Kaufe einen Besen bei Spinwitches. Flugprüfung.
Ja, da machen wir uns doch mal hin. Irgendwie so, ja. Mal gucken, ob wir noch eine Prüfung ablegen müssen, ob wir den Besen einfach so kaufen dürfen. Bin mal gespannt. Ja, dann warten wir den Ladebildschirm ab. La 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 la. So. Steht die Kiste hier draußen? Ich sehe eine Kiste auf der Karte. Ne, die scheint im Haus zu sein. Und dann schauen wir nochmal ganz schnell hier. Halt, Entschuldigung, ich muss da mal durch. Revelio. Zur Sicherheit. Keine Seite. So. Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Mr. Weeks, lassen Sie mich erstmal ganz kurz Ihre Haustruhe plündern. Einen ledernen Hexenhut haben wir bekommen. Da ist noch eine Truhe, die gucken wir uns auch mal ganz kurz an, nicht stören lassen. Ausgefallene Nachtmütze. Ups, haben wir wohl sein Nachtschränkchen geplündert. Gibt's hier sonst irgendwas? Irgendwas, was schwebt? Teste nochmal? Ah ja. Ich würde sagen, das klang sehr nah. Spin Witches Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen... Das von dem liebenswürdigen Albie Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Na, dann wollen wir mal gucken, was er so anzubieten Hallo. Hat. Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Silberpfeile klingt gut. Ob das eine kleine Anspielung an Mercedes und Formel 1 ist? Sie mussten aufgrund der Handelswege schließen? Sie mussten Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Was können Sie mir noch über Ihre Besen so verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ja, dann sehen wir uns doch mal um. Nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? So, Glutsprintbesen. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Kostet 600. Kosten alle 600. Dann den Hogwarts Hausbesen. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Der Mondraketenbesen. Dieser hochwertige Besen aus Esche gefertigt. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Windhauchbesen, ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Und der Eibenweberbesen, ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Ja, ich glaube, ich nehme den Hogwarts Hausbesen, der klingt jetzt irgendwie am besten. Ach warte, es gibt Besenvorschau. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, schaut ganz okay aus. Okay. Macht ja noch ein paar Taschen mit dabei. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, die haben jetzt alle nicht so vom Hocker, obwohl tatsächlich der Glutsprintbesen mit am besten ausschaut, aber der passt nicht so, finde ich, Artikel zu uns. Ist von höchster Qualität. Muss ich sagen, ich nehme ehrlich gesagt, glaube ich, den Hogwarts Hausbesen. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Also wir könnten die auch kaufen, aber ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn. So, hier irgendwas verkaufen? Genau, den Hut kann man noch loswerden. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Der Rest, ah, die Handschuhe können auch weg, weil die lilanen sind besser. Ja, und der Raum der Wünsche, den müssen wir auch noch finden. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Auf jeden Fall. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ja, da sind wir auf jeden Fall dabei, aber wir hören erstmal noch an, was er noch weiter zu sagen hat. Ich lese die Fragen jetzt mal nicht immer nochmal extra vor, weil im Endeffekt wiederholt unser Charakter die ja auch immer wieder. Deswegen fangen wir mal mit der hier an. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Spindwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Ja, ich muss sagen, es ist ein Versuch wert. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Das machen wir. In Hogsmeade und bestimmten anderen Gebieten ist das Fliegen verboten. Achte auf das Flugsymbol. Ja. Mr. Weeks Enthusiasmus. Das hören wir uns gleich an, was wir dazu sagen hatten. Warte, was konnten wir wo ausrüsten? Wir haben irgendwas Neues gefunden. Genau, die Nachtmütze. Nein, die wollte ich natürlich nicht als Erscheinungsbild haben. Und wieder weg. Und Handschuhe hatten wir noch neue. Da oben. So, die würde ich aber... Fahren wir nicht ganz so gut. Die hatten wir davor an. Ich finde aber eigentlich die immer noch mit am schicksten. Gefallen mir bisher mit am besten von unseren Handschuhen. Genau, da ist unser Besen. Genau, wir können natürlich sehr viele andere Besen noch kaufen, alles. Aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Weil, klar, wir haben zwar sehr viel Kohle aktuell. Aber die kann auch sehr schnell weg sein, sobald wir da ein paar Dinge noch freigeschaltet haben, vermute ich zumindest mal. Genau, hier ist nichts. Doch, ist hier was Neues? Harry Pippin. Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei einer Lieferung und dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Bitte besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Ah, okay. Den haben wir wohl irgendwie noch nicht gehört. Oder verpasst. So, dürfen wir hier fliegen? Darf man es hier ausprobieren? Ja, wir müssen zurück zum Quidditch-Feld.
Die Aufgaben hier machen wir mal noch nicht. Aber können wir bald machen, würde ich mal so sagen. Ich möchte erst eigentlich ganz gerne, was haben wir denn an Hauptaufträgen jetzt? Der Raum der Wünsche, oh, das ist sehr wichtig, das würde ich ganz gerne machen. Aber, muss ich leider schon sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil für die Folge wird das ein bisschen zu knapp. Und was haben wir noch für eine Aufgabe? Im Schatten der Krypta, da lernen wir Confringo. Mhm. Also dann, ach, hier sind geheime Räume. Genau, ich will nochmal nach hier draußen. Wo sind denn unsere... So. Ah, Nordausgang, da können wir uns hin teleportieren. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was uns... Imelder? Ich habe den Namen schon vergessen. Irgendwie die Race war der Nachname. Aber den Vornamen habe ich vergessen. Doch, Imelder Race. So, wie rufen wir eigentlich unseren Besen? Das jetzt irgendwie nicht mitbekommen, was die Taste dafür war. Sehen wir das hier? Nein. Ist es B? Nein. Wir werden es bestimmt gleich rausfinden. Es wird bestimmt gleich nochmal in der Quest mit angezeigt und wenn nicht, dann gucken wir gleich nochmal kurz im Menü nach. Fehlt ein bisschen Musik hier irgendwie. Da ist er ja. Bis dahin reichen mir das Fliegen erlaubt, das drücke Tab und tippe dann auf 3, um den Besen in deinem Werkzeuggrad auszurüsten. Dann auf 3. Ah ja. Okay, also muss man den Besen immer so ausrüsten. Ja. Sorry, Entschuldigung, halt, Moment. Ich übe das noch. Ich bin noch nicht so geübt. Entschuldigung. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopton gehört? Ja, eventuell. Wir sind mal noch nett. Wir wollen auch ein bisschen was erreichen. Ich bin zwar nicht direkt von Kopfknallen, dass sie eifersüchtig klingt. Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Wir hätten was anderes sagen sollen. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Ja, was für Strecken sind das denn überhaupt? Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Deswegen, ich weiß nicht, wenn wir Einverstanden drücken, ob es dann direkt losgeht. Dafür habe ich jetzt eigentlich keine Zeit. Vielleicht ein andermal. Pah, na gut, komm zurück, wenn du den Mumm dazu hast. Genau, wie gerade schon angekündigt, das machen wir direkt in der nächsten Folge als allererstes. Dann geht's in den Raum der Wünsche. Und ja, dann schon mal weiter, was wir noch so als nächstes alles entdecken und machen. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Jetzt geht's aber vorwärts. Es kommt aber eine Aufgabe nach der anderen rein, in der wir neue Zauber lernen. Jetzt geht's vorwärts. Ja, und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.